Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute gibt es direkt beide Look Incredible Boxen zusammen. Einmal die reguläre und einmal die Deluxe Box. Das werde ich jetzt immer so handhaben, dass ich beide in ein Video packe. Das ist vielleicht besser so, weiß ich nicht. Müsst ihr mal sagen. Ich fange mal mit dieser hier an. Ich weiß gerade gar nicht, welches ist. Ich öffne sie jetzt mal und dann schauen wir mal rein, welches jetzt genau ist. Und zwar ist das die reguläre Box. Hier ist die Produktkarte, hinten stehen die Produkte drauf und ich gehe das Ganze mal mit euch durch. Ich fange direkt mal mit einem Produkt an, wo vorher gefragt worden ist, ob man ein Tanning-Produkt haben möchte oder nicht. Ihr könnt euch vorstellen, was ich geantwortet habe. Ich habe gesagt, ich hätte gerne kein Tanning-Produkt und dafür lieber etwas anderes. Ich habe trotzdem das Tanning-Produkt erhalten. Die Marke ist ganz geil, das finde ich ganz cool. Das ist Saint-Tropez Gradual Tan Tinted. Eine Body Lotion, sehr groß, also das finde ich eigentlich ganz cool, weil es eine coole Marke ist. Ja, habe jetzt aber im Grunde ja das falsche Produkt bekommen, weil ich ja gesagt habe, ich möchte es nicht. Ich habe den jetzt nochmal geschrieben und gesagt, ich habe das falsche erhalten, ich werde in der nächsten Box dafür nochmal was Zusätzliches bekommen. Von daher finde ich das halb so wild, also ich kriege ja jetzt im Grunde das Produkt und noch eins, also von daher eigentlich ganz gut. Dann mache ich weiter mit einem Produkt von Bare Minerals. Das ist ein Blush, wie ihr vielleicht seht. Das ist, glaube ich, ein loser Blush von Bare Minerals. Ja, ist jetzt hier noch zu. Mache ich jetzt mal nicht auf. Das ist in der Farbe Fruit Cocktail. Also so ein richtig schön kräftiges, sommerliches Pink. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Blush mag ich immer, von daher freue ich mich da sehr drüber. Die Preise werden hier irgendwie wieder stehen in Pfund, weil die Box aus England kommt. Dann habe ich zwei Produkte von der Marke Studio Tan und ich mag diese Marke nicht, daher werde ich beide Produkte an euch irgendwann verlosen. Das ist einmal ein Lip Liner, der zwei Seiten hat. Einmal so ein, sag ich mal, eher Concealton, damit ihr die Lippe umranden könnt. Und einmal diese Farbe, die ihr da unten seht. Genauso sieht die auch aus. Ich nehme mal den Deckel ab. So ein Lip Liner ist das eigentlich eine ganz schöne Farbe, aber ich mag halt einfach diese Marke nicht. Und ja, ich persönlich brauche es jetzt nicht unbedingt. Von einer anderen Marke würde ich es vielleicht behalten, aber von dieser jetzt nicht. Genauso wie ein Lippenstift von Studio Tan. Wake Up and Glow Lip and Cheek Flush ist das. So sieht die Verpackung aus. Und ich hole das Ganze mal kurz raus. So sieht der Lippenstift aus. Ich mache den mal auf und so sieht die Farbe des Produkts aus. Auch den werdet ihr irgendwann gewinnen können. Ich brauche ihn nicht und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Wenn es denn dann bald, sehr bald, sogar mal wieder eine Verlosung geben wird. Also freut euch drauf und behaltet alles im Blick. Ja, dann haben wir jetzt noch ein einziges Produkt hier drin und das finde ich auch sehr... Hupsala, ihr habt gehört, das war gerade die Box, die ist mir runtergefallen. Sorry. Naja, auf jeden Fall, das Produkt ist für mich so das Coolste, weil es von der besten Marke ist, meiner Meinung nach. Und zwar von NARS. Ist diesmal leider kein dekoratives Produkt. Es ist ein, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Monoir Body Glow. Ich glaube schon. Also auf jeden Fall ein Body Glow. Ich habe mir jetzt noch nicht genau durchgelesen, was dazu steht. Aber das sieht so aus. Ich meine, hallo, diese Optik schon wieder mega. Das ist so eine, ja, es hat so ein bisschen eine ölartige Konsistenz, würde ich fast sagen. Ne, nicht unbedingt Öl. Es ist eher flüssiger als Öl. Ich muss mir das mal genau durchlesen, was dazu steht, wie man das am besten benutzt. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr cool, schon allein, weil es von NARS ist. Und freue ich mich sehr, sehr drüber. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Und ja, das war die reguläre Box jetzt. Die hat insgesamt einen ungefähren Preis von 88,98 £. Und jetzt kommen wir zu der Deluxe Box. Die Deluxe Box habe ich hier, die sieht auch so aus von außen. Und die mache ich jetzt mal mit euch auf. Die ist ein bisschen teurer, sind aber auch hochwertigere Produkte meist drin und die gefällt mir meist auch ein bisschen besser. So sieht hier die Produktkarte aus. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und zwar mit dem ersten Produkt. Auf der Karte steht dieses Produkt nicht drauf. Das ist manchmal so, dass bei mir Produkte drin sind, vielleicht auch bei mehreren, vielleicht auch nur, weil ich jetzt hier in Deutschland bin. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Meistens habe ich aber für mich, muss ich sagen, bessere Produkte drin. Hier wäre normalerweise auf der Karte ist drauf ein MAC Nagellack. Den habe ich nicht erhalten. Ich habe dafür von Bare Minerals ein Deep Cleansing Foam, wo sehr viel drin ist. Es sind
119 Gramm. So ein Cleansing Foam finde ich eigentlich ganz cool. Das freut mich. Ich mag die Marke Bare Minerals. Ich habe da noch nie sowas zum Reinigen oder ja, ein Pflegeprodukt ausprobiert. Das sieht so aus. Und das werde ich sehr, sehr gerne benutzen. Freue ich mich sehr, dass ich das hier drin hatte und nicht den Nagellack. Dann hatte ich ja schon letztes Mal, ich hatte bestimmt schon zweimal so ein bisschen Probleme mit der Box. Was heißt Probleme? Das habt ihr in den anderen Videos gesehen. Einmal war in dem Lippenstift kein Produkt drin und letztes Mal war in meinem Lidschatten kein Produkt drin. Aber das ist hier halb so wild. Es hat mich nicht gestört, dass es jetzt ein paar Mal war oder auch jetzt, wie jetzt mit der anderen Box, dass ich da ein falsches Produkt erhalten habe. Man kriegt immer super schnell Ersatz. Also man kriegt das nächste Mal ein Ersatzprodukt und das wirklich total unkompliziert. Von daher finde ich das nicht schlimm. Mein Ersatzprodukt für das letzte Mal ist eine Wimpernzange und zwar ist die von Liz Earle, also das sagt einem was, also ich denke mal den meisten sagt das was. Schon ein bisschen hochwertigere Wimpernzange und ich habe allerdings eine, die auch schon sehr hochwertig ist. Ich glaube, ich weiß nicht, von Etrebelle oder Bella Pierre, ich bin mir nicht sicher von wem jetzt genau. Aber ich habe eine, die sehr gut für mich funktioniert, daher wird die auch irgendwann in eine Verlosungsbox wandern. Dann ist hier noch ein Pflegeprodukt drin und zwar von Kiehl's. Ich mag die Marke Kiehl's sehr gerne. Das ist das Powerful Strength Line Reducing Eye Brightening Concentrate. So sieht das aus. Also einfach ein Augenkonzentrat. Ja, braucht man glaube ich nicht so viel zu sagen. Freue ich mich drüber. Kiehl's ist eine schöne Marke, finde ich sehr gut. Dann haben wir hier noch etwas von NARS drin. Da hätte jetzt ein, das, also ein, es ist ein Lip Liner. Und diesen gibt es in dieser Box in verschiedenen Farben von NARS und es gibt ihn in den verschiedenen Farben von Too Faced. Ich habe jetzt von NARS einen bekommen. Ich mag die Marke Too Faced auch, aber ich hatte mir hier auch einen von NARS gewünscht. Und der sieht so aus. Sehr, sehr schöne Farbe, sehr alltagstauglich. Den kann ich euch swatchen, weil ich den selbst... Und unglaublich cremig. Hier seht ihr den, der ist richtig, richtig, richtig schön. Ich freue mich schon richtig, den zu benutzen und ich finde einfach, NARS-Produkte sehen richtig hochwertig aus. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt, leider, aber das ist das Highlight-Produkt von allen Produkten, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und zwar von Too Faced, die Fun Fatty It's Fun to Be a Girl Make-up Collection. Und zwar ist das eine Palette, so sieht die aus. Richtig, richtig cool, dass hier Paletten drin sind, also bisher, ja nee, nicht nur von Too Faced, aber oft von Too Faced welche. Und guck mal, die hat hier oben so einen Spiegel in Herzform, finde ich richtig süß. Und dann hat die solche Farben und die sind allesamt richtig gut pigmentiert. Ich habe schon Swatches im Internet gesehen, ich habe ein paar selbst geswatcht und ich muss sagen, die sind richtig, richtig toll. Ich finde auch die Farben sehr schön, so alltagsmäßig, aber man kann auch ein bisschen ins Dunklere damit gehen, also finde ich richtig, richtig toll. Dafür hat sich schon allein diese Box, finde ich, für mich gelohnt. Ich werde bestimmt oft mal mit der einen Look schminken. Ja, freue ich mich sehr drüber. Ich liebe diese Box. Es ist für mich die beste Box, die ich je abonniert habe. Also insgesamt die Look Incredible Boxen. Die sind einfach unglaublich toll. Klar, teurer, aber der Wert toppt natürlich auch um Längen die Glossy Box oder sonstige Boxen, finde ich. Gerade wenn man mehr auf dekorative Sachen steht, meist sind hier mehr dekorative als Pflegeprodukte drin, muss ich sagen. War bisher jedenfalls meist bei mir so und das finde ich auch ganz gut. Ja, und das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann!